Vor einiger Zeit war ich in Berlin und habe euch dort bei einigen kostenlosen Zuckerblumenkursen gezeigt, wie man einfache Blumen basteln kann. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Easiest Rose Cutter Ever 4 verschiedene Blumen machen kann, nämlich Rosen, Ranunkeln, Nelken und englische Rosen. Wie komme ich nun eigentlich nach Berlin? Ich wurde von der Ferratum Bank zum kreativen Pop-Up-Event eingeladen. Die Ferratum Bank ist eine reine Online-Bank und braucht daher keine Filialen. Den Platz kann man besser nutzen und so fand Ende August ein kreatives Pop-Up-Event in Berlin statt. Dort haben verschiedene Blogger ein buntes Programm von Zuckerblumen über Reiseeindrücke aus Indonesien bis hin zu Fitness veranstaltet. Mit riesigem Gepäck, fast wie für eine Weltreise, bin ich also per Zug nach Berlin gefahren. Ich verspreche, ich hatte nur das absolut Nötigste an Klamotten und Schuhen dabei, alles andere waren Werkzeuge zum Zuckerblumenbasteln. Es sammelt sich nämlich doch so einiges an Ausstechern, Ausrollstäben, Matten und so weiter an, wenn man Material für 6 Leute braucht. Mit den Easiest Rose Ever Blumen, Gerberan, Hortensien und Orchideen war dann auch für jeden was dabei. In diesem Video soll es um die Blumen gehen, die man mit dem Easiest Rose Cutter Ever machen kann. Das ist nämlich weit mehr als nur eine simple Rose. Natürlich sind die Blumen stark vereinfacht, dafür sind sie aber auch schnell gemacht und wirklich ziemlich einfach. Sie kommen komplett ohne Draht aus und sind so ideal für Cupcakes und auch als Tortendeko. Alle verwendeten Materialien habe ich auf meinem Blog Ofenkicker genau aufgeführt. Dort findet ihr außerdem noch viele weitere Anleitungen für Zuckerblumen und Motivtorten sowie die passenden Rezepte. Schaut bitte unter dem Video in der Beschreibung, dort sind alle wichtigen Links aufgeführt. Wie schon gesagt, diese Blumen werden alle mit dem Easiest Rose Cutter Ever gemacht. Den gibt es einmal in groß und außerdem als Set aus mittel und klein zu kaufen. Alle 3 Größen werden hier gebraucht. Mittlerweile gibt es auch noch spezielle Ausstecher für Nelken, Ranunkeln und auch Pfingstrosen, aber die sind dem Ausstecher für Rosen wirklich sehr ähnlich und es lohnt sich aus meiner Sicht nicht, diese extra zu kaufen. Einen kleinen Ausrollstab und einen Schaumstoffpad habe ich ebenfalls bereitgelegt. Um den Blumen ihr typisches Aussehen zu verleihen, brauche ich einen ganz simplen Zahnstocher und ein sogenanntes Flower Shaper, Vanning oder auch Dresden Tool mit so einem fußähnlichen abgerundeten Ende. Dann wird noch ein Boy-Tool, ein Messer und ein Pinsel sowie Zuckerkleber und Speisestärke benötigt. Ich verwende hier ganz normale Speisestärke, die ich in einen neuen Feinstrumpf gefüllt habe. So entsteht ein kleines Säckchen, mit dem man die Arbeitsfläche fein abpudern kann. Das verhindert das Ankleben der Zuckermasse. Welche Zuckermasse eignet sich nun am besten für diese Blumen? Normalerweise werden Blumen aus Blütenpaste gemacht, da diese schnell trocknet und sich hauchdünn ausrollen lässt. Das ist bei diesen stark vereinfachten Blumen aber nicht nötig. Daher empfehle ich Modellierfondant. Hier habe ich etwa ein Teil Masaticino, ein recht weicher Fondant, mit 3 Teilen Squire's Kitchen Blütenpaste, eine recht feste, spröde Blütenpaste gemischt. Ihr könnt aber auch auf 500 Gramm Fondant etwa 2 Teelöffel CMC einkneten und dieses gut verpackt über Nacht ruhen lassen. Das ergibt auch Modellierfondant, der für dieses Projekt gut geeignet ist. Das Mischungsverhältnis von Blütenpaste und Fondant bzw. Fondant und CMC hängt stark von den Herstellern ab, daher kann ich hier keine absolut genauen Angaben für alle Hersteller machen. Die verwendete Masse sollte jedenfalls relativ fest sein, sich aber eine Weile modellieren lassen. Wer geübt ist und besonders schnell trocknende Blumen braucht, kann natürlich auch Blütenpaste pur nehmen. Nur Fondant pur ist zu weich und funktioniert nicht. Den Modellierfondant rolle ich nun auf einer mit Speisestärke bepuderten Arbeitsfläche dünn aus. Hebt die Masse immer mal wieder hoch, damit sie nicht festklebt. Falls nötig, kann man etwas mehr Speisestärke auf die Arbeitsfläche pudern. Der Modellierfondant sollte aber nie umgedreht werden, da er sonst auf der Oberseite leicht Flecken bekommt und auch noch schneller austrocknet. Falls Luftblasen in der Masse sind, können diese mit einer Nadel aufgestochen werden. Mit dünnen Ausrollen meine ich hier etwa 1 mm dünn. Für Rosen darf es ein Hauch dicker als 1 mm sein, für alle anderen hier gezeigten Blumen eher etwas dünner. Ich sorge nun dafür, dass sich der Modellierfondant frei auf der Arbeitsfläche verschieben lässt. Ich drücke den Ausstecher in die Masse, kreise auf der Arbeitsfläche und ziehe den Modellierfondant nach außen weg. Ich hebe den Ausstecher hoch und drehe ihn um. Mit den Fingern fahre ich über die Kanten, um sie zu säubern. Dann löse ich die Form aus dem Ausstecher. Mit der hier gezeigten Methode sollten die Ränder nun schön glatt sein. Dieses Vorgehen ist für alle Blumen gleich, es werden nur unterschiedliche Farben und Größen verwendet. Daher zeige ich das Ausstechen nur einmal.
Die ausgestochenen Formen können zum Beispiel in aufgeschnittenen Klarsichthüllen aufbewahrt werden, damit sie nicht austrocknen. Legt man darüber dann auch noch ein feuchtes Tuch, kann man die Formen so ein paar Stunden oder sogar über Nacht aufbewahren. Ich beginne mit der klassischen Rose hier in Weiß. Dazu benutze ich 2 bis 3 von den großen Formen. Ihr könnt auch die kleinen oder mittleren Ausstecher für kleine oder mittlere Rosen nehmen. Als erstes dünne ich die Kanten aus, damit die Rose feiner wird. Dazu fahre ich mit dem Balltool die Konturen nach. Das Werkzeug wird wie ein Stift gehalten. Der Ball liegt halb auf dem Modellierfondant, halb auf dem Schaumstoff. Je stärker man drückt, desto mehr wälzt sich der Modellierfondant. Hier ist nur eine sanfte Wellung gewünscht, daher drückt man am besten nicht zu stark. Wenn der Modellierfondant klebt oder zu fest gedrückt wird, kann er reißen und ausfransen. Das kann man beheben, indem man die Stelle mit einer Schere sauber nachschneidet und mit den Fingern etwas glättet. Mit etwas mehr Speisestärke klebt der Modellierfondant dann nicht mehr und sowas sollte nicht mehr passieren. Ich streiche nun in der Mitte dünn etwas Zuckerkleber auf. Anschließend falte ich den Streifen in der Mitte. Auf die Unterkante kommt wieder etwas Zuckerkleber. Ich falte am offenen Ende das Blütenblatt im 45-Grad-Winkel, sodass sich eine Spitze bildet. Diese umgreift das nächste Blütenblatt. Dadurch bildet sich rechts unten eine Ecke, diese schlage ich knapp um. Dann rolle ich von der gefalteten Seite beginnend den Streifen auf. Die ersten beiden Blütenblätter wickle ich recht eng, sodass eine Spirale entsteht. Danach ist es wichtig, eher locker zu wickeln, sonst wird die Rose zu eng und sieht überhaupt nicht nach einer Rose aus. Die Rolle so ist erstmal total unspektakulär. Typisch für eine Rose sind die schräg nach außen gebogenen Blätter. Dazu forme ich diese mit den Fingern nach. Ich nutze im Prinzip eine Schnipsbewegung. Mit dem Daumen streiche ich nach unten, mit dem Zeigefinger nach oben. So biege ich die eine Kante vom Blütenblatt nach außen und richte es insgesamt schräg aus. Es entsteht der typische Schwung eines Rosenblatts. Mit dem abgerundeten Ende des Flower Shaper Tools öffne ich die Blütenblätter etwas. Für eine kleine Rose kann man an dieser Stelle aufhören. Ich füge aber meist noch einen oder sogar zwei Streifen hinzu. Das macht die Rose etwas fülliger und sieht, finde ich zumindest, hübscher aus. Die Streifen habe ich wie schon zuvor vorbereitet und wickle sie nun einfach rundherum. Dann biege ich die Blütenblätter in Formen und öffne sie weiter. Die äußeren Blütenblätter kneife ich leicht zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen, sodass eine Spitze entsteht. Entscheidend für das Gelingen der Rose sind 3 Dinge. Erstens etwa 1 mm dünn ausgerollter Modellierfondant, zweitens ein lockeres Aufrollen der Streifen und drittens ein geschicktes Nachformen der Blütenblätter. Gerade letzteres macht enorm viel aus. Nun zeige ich euch die Nelke, eigentlich die einfachste von allen 4 Blumen. Der Modellierfondant sollte hier etwas dünner als 1 mm ausgerollt werden. Ich habe 3 mittelgroße Formen in Rosa ausgestochen. Man kann natürlich auch die anderen Größen für kleinere oder größere Nelken nehmen. Mit dem mittleren wird die Nelke etwa lebensgroß. Mit einem Zahnstocher rüsche ich nun die Kanten, was eben typisch für Nelken ist. Dazu lege ich die Spitze auf den Modellierfondant und den Rest flach auf die Arbeitsunterlage. Mit den Fingern rolle ich den Zahnstocher kräftig hin und her. Kurze, kräftige Bewegungen sind effektiver als lange, zarte. Ist ein Stück ausgedünnt, lege ich den Zahnstocher auf die Stelle daneben und arbeite mich so die komplette Form entlang. Wenn ihr zügig arbeitet, könnt ihr alle 3 Streifen nacheinander bearbeiten und diese zwischendurch mit Folie abdecken. Wer noch etwas langsam ist und sich das nicht zutraut, sollte jeden Streifen einzeln bearbeiten, falten und aufrollen. Wie schon bei der Rose trage ich in der Mitte dünnen Zuckerkleber auf. Dann falte ich den Streifen. Auf der unteren Kante verteile ich etwas Zuckerkleber. Dann rolle ich den Streifen auf. Am Anfang rolle ich recht eng, dann rolle ich lockerer. Wichtig ist, dass die Rüschen oben etwa die gleiche Höhe haben. Mit den Fingern drücke ich die Blumen unten etwas zusammen.
Dann füge ich den nächsten, ebenso vorbereiteten Streifen an. Auch hier versuche ich, recht locker zu rollen. Dann kommt der dritte Streifen. Mit einem Zahnstocher oder auch dem Flower Shaper Tool öffne ich die Nelke. Die äußeren Lagen dürfen sich gerne etwas nach außen biegen, die inneren stehen eher etwas enger. Drückt man die Blume unten etwas zusammen, kommt die Mitte weiter nach oben. Dadurch bekommt die Nelke eine etwas halbrundere, natürlichere Form. Als nächstes zeige ich euch die Ranunkel. Hier finde ich den Easiest Rose Cutter besonders effektiv, da man ohne ihn unendlich viele Blütenblätter einzeln ausstechen müsste. Ihr braucht hier alle drei Ausstecher. Für das Zentrum der Ranunkel wird eine kleine Kugel benötigt. Ich nehme hier hauptsächlich aus Zeitgründen eine Styroporkugel. Ihr könnt natürlich aber auch einen kleinen Ball aus Modellierhörnern formen und diesen vorher über Nacht trocknen lassen. Ich forme nun etwas Modellierhörnern zu einem flachen Taler. Die Styroporkugel bestreiche ich dünn mit Zuckerkleber. Dann lege ich den Taler darauf und wickle die Kugel ein. Ich drehe die Kugel zwischen meinen Handflächen, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Meist braucht man hier etwas Speisestärke, damit es nicht klebt. Mit der Spitze des kleinsten Ausstechers präge ich die Linien in das Zentrum. Die Linien sollten kreisförmig angeordnet sein, dürfen sich aber auch leicht überkreuzen. Es soll so aussehen, als ob hier ganz viele Blütenblätter eng umeinander geschichtet sind. Ich beginne mit der kleinsten Form in einem ganz zarten Grün. Auch hier dünne ich wie schon zuvor bei der Rose mit dem Balltool die Kanten aus. Dann füge ich ein Muster mit dem Flower Shaper hinzu. Dazu nutze ich wieder das abgerundete Ende. Ich drücke es etwa einen halben Zentimeter vom Rand entfernt in den Modellierhörnern und ziehe es dann nach außen. So entsteht ein Streifenmuster und ein leicht gewellter Rand. Achtet nun darauf, dass die Form so wie hier gezeigt vor euch liegt. Typisch für Ranunkeln sind zahllose Blütenblätter, die sich um ihr Zentrum wölben. Um diesen Effekt zu erreichen, müssen auch die Blütenblätter leicht gewölbt werden. Dazu reibe ich mit dem Balltool in der Mitte eines jeden Blütenblatts in der oberen Reihe. Diese Technik nennt man Kappen, vom englischen Wort Cup für Tasse oder Schale. Da der Streifen später in der Mitte gefaltet wird, muss ich die Form nun umdrehen. Dann kappe ich auch die untere Reihe. Ich drehe die Form nun wieder um, sodass die Blütenblätter der oberen Reihe zu mir gewölbt sind und in der unteren Reihe von mir weg. Dann streiche ich dünnen Kleber in die Mitte. Anschließend falte ich den Streifen. So sind nun alle Blütenblätter zu mir hin gewölbt. Ich trage nun Kleber bis an die Einschnitte von den Blütenblättern auf. Dann klebe ich den Streifen rund um die vorbereitete Mitte. Dabei ziehe, dehne und drücke ich ihn so hin, dass die Blütenblätter die Mitte möglichst schön umschließen. Nun bereite ich zwei rosa Streifen der mittleren Größe ebenso wie zuvor gezeigt vor. Das heißt, ich dünne zunächst die Kanten mit dem Balltool aus, dann füge ich den gewellten Rand mit dem Flower Shaper hinzu. Anschließend kappe ich erst die obere Reihe, dann drehe ich die Form um und kappe die untere Reihe. Ich drehe die Form wieder um, trage Kleber auf und falte sie in der Mitte. Den Streifen wickle ich nun eng um die Blume. Der Streifen wird etwas tiefer als der vorherige geklebt, sodass die Blütenblätter mit dem Zentrum abschließen und nicht hochstehen. Auch hier versuche ich, die Blütenblätter möglichst an das Zentrum zu schmiegen. Die Ranunkel wird besonders schön, wenn der Modellierhörnerrand eher dünn, knapp unter einem Millimeter ausgerollt wurde und die Blütenblätter gut gekappt wurden. Dann füge ich ebenso einen zweiten rosa Streifen in der mittleren Größe hinzu. Mit dem Flower Shaper öffne ich die äußeren Blütenblätter leicht. Sie sollen sich nicht wie bei einer Rose nach außen biegen, sondern einfach etwas lockerer stehen. Anschließend klebe ich drei hellrosa Streifen in der größten Größe auf, wieder etwas tiefer als die vorherigen. Auch diese Streifen habe ich wie schon zuvor gezeigt vorbereitet. Dreht man die Ranunkel um, sieht man das Treppenmuster der immer etwas tiefer aufgeklebten Streifen. Zum Schluss füge ich einen zweiten und dritten Streifen hinzu. Diese wickle ich etwas lockerer als die Streifen zuvor.
Ich öffne die Blüte mit dem Flower Shaper Tool, sodass die Blütenblätter lockerer stehen. Drückt man mit den Fingern unten an der Basis, kommt die Mitte etwas hoch. Das trägt zu der leicht gewölbten Form der Ranunkel bei. Wichtig für eine schöne Ranunkel sind erstens die abgestuften Farben und Größen der Blütenblätter, zweitens der dünn ausgerollte Modelliermasse und drittens die gekappten Blütenblätter, die immer etwas tiefer als die vorherigen angeklebt werden. Als letztes möchte ich euch eine englische Rose hier in Aprikot zeigen. Das ist von allen Blumen meine Lieblingsblume. Ich beginne mit der kleinsten Form in einem etwas dunkleren Aprikot und dünnere die Ränder mit dem Balltool aus. Ebenso bereite ich drei Formen der mittleren Größe vor. Jeden Streifen schneide ich längs durch. Einen der beiden kleinen Streifen klebe ich minimal nach unten versetzt auf den anderen Streifen. Wichtig ist, dass beide Streifen wirklich nur ein ganz kleines bisschen versetzt zueinander sind. Dann teile ich den Streifen in die einzelnen Blütenblätter. Ebenso klebe ich vier Streifen der mittleren Größe knapp untereinander. Auch diese teile ich wieder in die einzelnen Blütenblätter. Nun klebe ich einen Stapel kleiner Blütenblätter auf einen Stapel mittlerer Blütenblätter. Ich falte das Ganze in der Mitte und kneife es unten gut zusammen. So klebe ich alle Blütenblätter zusammen. Diese kleinen muschelförmigen Dinger klebe ich nun eng zu einem Stern zusammen. Dazu muss man etwas drücken und schieben, bis es passt. Falls es gar nicht will, kann man auch nur 4 statt 5 nehmen. Solche Rosen gibt es auch. Wichtig ist, dass die Mitte schön eng ist und die Blütenblätter alle darauf zulaufen. Falls nötig, kann man mit einem Modellierwerkzeug noch etwas nachhelfen und diese kleinen Blütenblätter an die richtige Stelle schieben. Zwei mittlere Streifen sind noch übrig. Den ersten klebe ich versetzt zu dem Stern an. Den zweiten Streifen klebe ich wieder versetzt zu dem vorherigen an. Mit einem Zahnstocher ordne ich die Blütenblätter so an, wie sie mir gefallen. Ganz streng symmetrisch sollten sie nämlich nicht sein, sondern so ein bisschen aufgelockert, das sieht natürlicher aus. Ich bereite nun zwei große Streifen in zartem Aprikot vor, wie schon zuvor gezeigt. Mit dem Balltool dünne ich auch die Kanten aus. Dann streiche ich Kleber in die Mitte und falte den Streifen. Die beiden Streifen klebe ich um die Rose. Dabei wickle ich wieder eher locker, damit die Rose sich öffnen kann. Ich biege die Blütenblätter nun etwas zurecht. Dazu öffne ich sie wie schon zuvor mit dem Flower Shaper. Außerdem forme ich die Blütenblätter außen etwas spitz. Damit ist die englische Rose dann fertig. Die Herstellung sieht zwar etwas komplizierter aus, ist aber eigentlich auch ziemlich einfach. Das einzig Fummelige ist es, die einzelnen Teile für die Mitte zum Stern zu kleben. Die Blumen sind je nach verwendetem Material so nach ca. 1-2 Stunden halbfest und können dann meist schon zum Dekorieren einer Torte verwendet werden. Nutzt man sie halbfest, können die Blumen besser aneinander und hintereinander gesetzt werden. Richtig trocken und fest sind die Blumen so nach 1-2 Tagen Trocknungszeit. Ich zeige euch nun noch, wie ich diese Torte mit den Blumen dekoriert habe und wie ich sie vor allem befestigt habe. Ich mische mir aus etwas goldener Puderfarbe und etwas Wodka eine dickflüssige Farbe. Statt Wodka könnt ihr auch Wasser nehmen, das trocknet aber langsamer. Hier verwende ich das Goldpuder vom Partyversand. Leider habe ich zu spät gemerkt, dass es als Sparkling bezeichnet wird, also eher grob glitzernd ist. Das ist zum Malen so verdünnt mit Wodka nicht ideal, weil sich leicht Krümel bilden. Ein feineres Pulver wäre besser gewesen. Diese haben meist keinen Zusatz oder heißen Schimmer, Lasterdust oder ähnliches. Mit einem großen flachen Pinsel trage ich das Gold nun streifig auf. Dabei beginne ich an der Naht zwischen den beiden Torten und male jeweils nach oben bzw. unten davon weg. Die Blumen befestige ich, nachdem die Farbe getrocknet ist. Am sichersten halten die Blumen, wenn man von unten einen Zahnstocher in die Mitte schiebt
und die Blume damit in die Torte spießt. Etwas sehr dick angerührter Zuckerguss dient zusätzlich als Kleber. Zahnstocher sollten verwendet werden, wenn die Blumen am Rand der Torte ohne waagerechte Auflagefläche geklebt werden sollen. Auch bei längeren Transportwegen ist diese Methode vorzuziehen. Von Nachteil ist natürlich, dass man lauter Zahnstocher in der Torte hat, die vor dem Servieren unbedingt entfernt werden müssen. Wenn die Blumen so wie hier auf der unteren Torte aufliegen und sich dann gegenseitig stützen oder zum Beispiel nur oben auf der Torte flach befestigt werden sollen, dann kann man auch nur mit Zuckerguss kleben. Dazu muss aber ausreichend waagerechte Auflage vorhanden sein und die Torte insgesamt sollte eher fest sein. Um das Blumenarrangement etwas aufzulockern, empfiehlt es sich, Blattgrün und kleine Blümchen dazwischen zu kleben. Das wirkt leicht und verspielt. Damit bin ich dann am Ende. Ich hoffe, ihr habt nun Lust bekommen, ein paar Blümchen zu basteln. Der Easiest Rose Cutter ist ja nicht jedermanns Sache und ich war lange Zeit auch nicht überzeugt. Mittlerweile habe ich aber die verschiedenen Möglichkeiten entdeckt und mag den einfachen Stil für bestimmte Torten sehr gerne. Daher hoffe ich, euch etwas inspirieren zu können. Ich freue mich, wenn ihr das Video bei Facebook teilt oder liked und ein Daumen hoch ist natürlich auch immer gut. Abonniert doch ruhig meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr.